Ja, herzlich willkommen, Laurens. Und vielen Dank für diese super Ausstellung. Kuratiert wird die Ausstellung von Hartmut Hauschild. Und dann, Hartmut wird gleich zur Ausstellung definitiv etwas sagen. Ohne die Unterstützung der Kunststiftung NRW wäre diese Ausstellung schwieriger zustande gekommen. Vielen Dank, Frau Dr. Köntjes, sie ist heute auch hier. Und dann darf ich einen ganz besonderen Gast hier. Und dann darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, Frau Hiller-Becher. Herzlich willkommen im Kunstpark Düsseldorf. Ja, ich freue mich, dass Sie. Ich hatte den Anruf bekommen wegen der Schwierigkeit. Ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie bis hier oben hergekommen sind. Wunderbar. Ja, diese Ausstellung beginnt heute und geht bis Ende März. Ich möchte gleich weitergeben an den Kurator und der jetzt mehr zur Ausstellung sagen möchte und sagen wird. Ja, lieber Laurens, liebe Frau Dr. Köntjes, liebe Kunstfreunde, meine Damen und Herren. Laurens Berges hat zu Beginn der 90er Jahre Fotografie in der Kunstakademie Düsseldorf bei Bernd und Tilla Becher studiert. Diese Zeit wird auch unser erstes sehr flüchtiges Kennenlernen. Für den Neubau des Adelsamtes Düsseldorf war ein Ideenwettbewerb zur künstlerischen Ausgestaltung dieses Gebäudes unter drei Adelsaltern ausgelobt. Ich war damals beruflich zuständig für die gesamte Sachverwaltung der nordrhein-westfälischen Arbeitsämter und zugleich Jurymitglied. Ein Art Consultant hatte vorgeschlagen, die Publikumswartung so mit junger, frischer, unverstellter Fotografie von Studierenden aus der Klasse Becher auszustatten, damit auch von Laurens Berges. Dieser Vorschlag wurde prämiert und realisiert. Daher unser erstes Kennenlernen, Art Consultant war im Übrigen Helge Achenbach. In den Folgejahren haben wir uns hier und da auf Vernissagen gesehen, ohne in näheren Kontakt zu treten. Dieser fand erst statt vor etwas über zwei Jahren, anlässlich der Gursky-Ausstellung im Museum Kunstpalast. Der Verleger Steidel aus Göttingen hielt einen Vortrag zum Thema Wie entsteht ein Fotobuch? Ich sammle Fotobücher, lasse sie mir auch signieren und habe meine beiden Monographien von Laurens Berges mitgenommen, in der Hoffnung, ihn dort zu treffen. Und siehe da, der Zufall spielte mit, Laurens Berges erschien. Ich habe ihn dann angesprochen, habe mich vorgestellt, so wie sich das gehört. Das war ein Hauschild. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt. Und im Übrigen zweiter Vorsitzender des Kunstvereins Duisburg. Und beim Wort Duisburg hakt er ein. Ich fotografiere gerade sehr oft im Duisburger Norden, in den Stadtteilen Marxloh und Bruckhausen. Beide Stadtteile werden durch die Kaiser-Wilhelm-Straße verbunden. Damit erklärt sich auch der Ausstellungstitel, denn die Arbeiten, die Sie hier sehen, sind zumeist im Umfeld dieser Straße entstanden. Ich darf aber darauf aufmerksam machen, dass es noch viele andere Arbeiten aus der Serie gibt und es wäre wünschenswert, wenn sie alle mal in einem größeren Raum gezeigt werden können. Auf der Rückfahrt nach Duisburg hat man gedacht, warum stellen wir nicht eigentlich noch was Wertes aus? Denn damit erfüllen wir zwei wichtige Paradigmen unseres Ausstellungsleitbildes. Zum einen die hohe fotografische Qualität dieser Arbeiten und zum anderen der Bezug zu unserer Heimatstadt Duisburg. Und so ist es dann auch gekommen. Laurens Berges ist bekannt geworden durch eine Serie leergezogener Kasernen der Roten Armee auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. 2005 erschien seine zweite Monographie mit dem Titel Etzweiler. Etzweiler war, ja, muss schon sagen, war ein kleiner Ort zwischen Aachen und Düren gelegen, über den dann der Braunkohletagebergbau, Stichwort Garzweiler, hinweggezogen ist. Die Bewohner haben den Ort aufgeben und verlassen müssen. Und Laurens Berges hat dort in den Häusern, die dem Zerfall überlassen waren, fotografiert und den Zustand, und dieses Wort ist mir sehr wichtig, dokumentiert. Laurens Berges ist ein Fotograf, der sich für das Nebensächliche oder scheinbar Nebensächliche interessiert. Für Orte, die oft übersehen werden, die aber exemplarischen Charakter annehmen können, weil sich in ihnen das Leben authentisch abgelagert hat. Sein Werk wird geleitet von einem Vertrauen in die Möglichkeit des Sichtbaren. Dabei vermittelt Laurens eine Gegenwart, in der sich sowohl Erinnerung als auch Erwartung in die Zukunft spiegelt, ich glaube sogar noch verdichtet. Die Aufnahmen von Häusern und Wohnungen, aber auch von Straßen und Plätzen
zeigen wir einen Blick, der ins Detail geht und zugleich Aufschluss gibt über den Standort und seine Bedingungen, zumindest zu geben scheint. Ob altmodische Interieurs, ob verschmutzte Toreinfahrten, ob bröckelnde Treppenabsätze oder Mauern, die Spuren der Vergänglichkeit sind allgegenwärtig. In den präsentierten Arbeiten reicht das Thema der Vergänglichkeit in der sich im Umbruch befindlichen Gegenwart. Damit wird zum einen Bezug genommen auf Veränderungen im Duisburger Stadtbild, zum anderen werden Orte gezeigt, der Besonderheiten, Flair und Geschichte der Betrachter in Ahr gebracht werden. Die Fotografien stellen so durch abgebildete Erinnerungen dar und weisen damit auch einen dokumentarischen Charakter auf. Doch so, obwohl die Arbeiten zeitlos wirken, so kann Zeit ein entscheidender Faktor sein. Des Weiteren werden die formalen Kriterien der Arbeiten, die Farbe, Textur der Oberfläche und Komposition, einen wichtigen Aspekt für diese Ausstellung. Wir können beobachten, wie das einfallende Licht in Augen einer Stimmung taucht, die ich als malerisch empfinde. Dabei unterstreichen die zurückhaltenden Töne und das diffuse Licht die Leblosigkeit der menschenleeren Räume. Damit interpretiert Laurens Berges auf seine Art, durch seine Art der Fotografie, die vorgefundene Situation und bietet dem Betrachter den offenen, unverstellten Blick auf das jeweilige Motiv. Ich bin froh, dass Laurens mir erzählt hat, ich fotografiere gerade in Duisburg. Dieser beiläufige, zufällig gesprochene Satz hat diese Ausstellung erst möglich gemacht. Und Zufall ist es auch, dass diese Ausstellung im Rahmen der 36 Duisburger Akzente, die unter dem Generalthema Heimat stehen, stattfindet. Das war nicht intendiert. Als die Idee zu dieser Ausstellung stand, war das Thema überhaupt noch nicht bekannt. Was bleibt? Herbert hat schon gesagt, die Ausstellung läuft bis zum 29. März. Die Öffnungszeiten können Sie in unserem Flyer, den Sie gerne mitnehmen können, oder auch mitnehmen können, finden oder auf unserer Homepage unter www.kunstwerk-duisburg.de. Zum Schluss gilt es, jemand Dank zu sagen, dank all denen, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. Der erste Dank geht natürlich an den Künstler, an dich, Laurens, der dich auf diese Ausstellung in einem noch relativ jungen Kunstverein, wir feiern in 2 Jahren das auf 10-Jährige, sich eingelassen hat. Zusammen mit dir hat mir Spaß gemacht, ich denke dir auch, sie war verlässlich und immer auch konstruktiv. Der zweite Dank geht an die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen und Sie, Frau Dr. Könches. Ohne die finanzielle Unterstützung hätten wir die Ausstellung in diesem Umfang aus Bordmitteln nicht stemmen können. Dass Sie heute erscheinen, zeigt mir Ihre Wertschätzung für den Künstler, ich denke auch für die Arbeit des Kunstvereins Duisburg. Die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen wäre ohne die Kunststiftung für den Hintergrund knapper öffentlicher Kassen deutlich ärmer. Der dritte Dank geht an Sabine Basan, unser Beiratsmitglied, die Vorschau auf der Homepage gestaltet hat und das Einladungsblatt. Dank geht an das Aufbauteam und Werner Korber und Thomas Marzinek und an das Team um Antje Pasenik und Detlef Kaiser, die die Vernissage vorbereitet haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, gute Gespräche. Kommen Sie nochmal wieder, um in Ruhe diese tollen Arbeiten zu betrachten. Sie haben es verdient. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Achtung Rauschitz. Also bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich, vor allem bei Laurens, für diese wunderbaren Arbeiten, zu denen schon viel Wichtiges gesagt worden ist. Und ich habe vorhin schon in verschiedenen Zirkeln sehr angeregt mich über die Fotos. Eigentlich sind es mehr als gut, es sind Bilder im besten Sinne. Unterhalten, ich denke, es geht Ihnen ganz ähnlich und deswegen wünsche ich Ihnen weiterhin gute Unterhaltungen. Und danke nochmal an den Kunstverein Duisburg. Ich finde, Sie machen ja eine ganz tolle Arbeit. Das muss vielleicht auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen öfters betont werden, wie viel das wirklich eben nicht nur öffentliche Stellen sind, sondern insbesondere auch immer die Privaten, die Kunst tragen, fördern und ermöglichen. Ihnen also noch viel Spaß. Danke. Ja, schön. Ja, vielen Dank für die tolle Lorbeeren. Also ich gebe es auch weiter an alle, die jetzt hier bei uns mitwirken. Wir denken auf unsere Zukunft, da sind auch junge Leute zu uns gestoßen mittlerweile. Also Ted Green ist auch noch da vorne dabei. Also der Kunstverein soll nicht dann aufhören zu leben, wenn die Älteren gehen, sondern er soll weiterleben und das ist unser Ziel. Sie können sich auch gerne weiterhin im Haus noch umschauen, es gibt oben noch eine Fotoausstellung. Sie können das, was an Informationsmaterial über den Kunstverein im Hause liegt, gerne mitnehmen und nach außen tragen. Das ist auch unser Motto, wir müssen raus. An die Luft. Ja, viel Vergnügen.
und viele gute Gespräche. Schönen Dank.